Ich bin die Emilia, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Jetzendorf. Ich bin der Martin, ich komme aus Dachau und bin fast 19. Die beiden machen ein freiwilliges ökologisches Jahr auf einem Bauernhof in Hohenwart. Meine Beweggründe waren eher, dass ich nach dem Abi erstmal nicht so eine große Ahnung hatte, wo es oder wie es mit mir weitergeht. Ich habe mich dann für ein Studium angemeldet, für Forstingenieurswesen, habe es aber nicht bekommen. Das wusste ich am Anfang natürlich noch nicht, aber ich habe Alternativen gesucht und da bin ich eben aufs FEJ gestoßen. Besprechung am Morgen. Emilia und Martin bekommen ihre Aufgaben von Hofverwalter Martin Konrad. Sie sollen sich um die Biogasanlage kümmern. Zu meinen Lieblingsaufgaben gehören Fahrzeugfahren, also Lader fahren, Bullock fahren. Den großen Lader auch. Den bin ich noch nicht so oft gefahren, aber es ist schon sehr cool. Für die 17-Jährige eine richtige Herausforderung. Am Anfang hatte ich schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber es war ja immer jemand dabei und man hat auch immer Hilfe bekommen, wenn man was gebraucht hat und es wurde alles erklärt. Also ich lade jetzt Gras auf vom Silo und schaufel zu, damit es auch nicht rausfliegt. Und dann kommt es in die Biogasanlage. Bisschen schütteln, damit man den Weg nicht so dreckig macht. 20 Tonnen Biomasse werden täglich zu erneuerbarer Energie verarbeitet. Insgesamt gibt es 250 FÖJler in Bayern. Friedemann Hennings betreut einige von ihnen. Der neue Alltag sei für viele am Anfang schwierig. Also das ist gerade auf Bauernhöfen so, wo eben die Unterkunft auch im Bauernhaus oft ist und wo man dann eben auch mit der Familie seine Mahlzeiten zu sich nimmt und einfach mit der Familie lebt. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil natürlich muss man sich da auch reinfinden, aber es ist auch eine tolle Erfahrung. Auch bei Martin Konrad und seiner Familie stehen die Türen immer offen. Dass ich ja der Betriebsleiter bin und hier in der Nähe wohne, biete ich das den FEJlern an, dass sie auch privat Kontakt zu mir aufnehmen können, am Abend vorbeikommen, wenn sie am Wochenende da sind, gemeinsam Mittagessen oder den Nachmittag über verbringen. Die Zeit auf dem Hof hat auch die ehemalige Freiwillige Johanna geprägt. Ich lerne jetzt tatsächlich Landwirtin. Ohne das FJ hätte ich das, denke ich, nicht gemacht. Und ich habe auch erstmal nach dem FJ direkt noch was anderes angefangen zu studieren. Aber das hat mir dann nicht gefallen. Und dann habe ich mich sozusagen drauf besonnen, auf das, was mir schon mal Spaß gemacht hat. Emilia und Martin haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Hier am Hof finde ich natürlich immer schön, wenn wir mit den Kollegen zusammen was arbeiten, richtig im Team, wo dann am Ende auch was dabei rauskommt. Das finde ich immer sehr schön, wenn man dabei das Ergebnis sieht. Bei schlechtem Wetter sind die beiden oft in der Holzwerkstatt und arbeiten mit Kreissäge, Hobel oder Fräse. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man viel Erfahrungen gewonnen hat, die einem natürlich weiterbringen im Leben oder sicher irgendwas bewirkt haben in mir. Und es ist immer schön zu sehen, wie sie in diesem Jahr dann wirklich selbstbewusst werden, anders auftreten können, viel mehr Wissen um sich herum haben und einfach ein ganzes Stück in ihrem Leben weitergekommen sind. Zum Alltag gehören auch die Puten. Auf dem Hof werden bis zu 1800 Tiere gemästet. Diese hier sind krank und werden getrennt gehalten. Emilia und Martin versorgen sie. Alles gut bei dir? Die Hälfte ihres freiwilligen ökologischen Jahres ist vorbei. Martin und Emilia ziehen ein erstes Fazit. Ich finde, ich habe mich sehr viel mehr getraut, was ich sonst mich nicht getraut hätte oder was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Ja, ich finde, dass ich den Umgang mit Tieren ganz neu gelernt habe. Ja. Und haben einfach mal das Leben in der Landwirtschaft mitbekommen. Für ein Jahr finde ich ziemlich gut mitbekommen, ja. Ja. Das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
Ja, das finde ich auch.